noch so lesen. Sehr schön. Uns fehlt nur noch Tok. Dann haben wir alle Piraka besiegt und dann müssen wir uns Weson stellen. Wie viel Prozent haben wir eigentlich schon? 73. Also ihr seht, wir sind schon sehr weit. So, Toksberg. Ja, Berg. Tok sieht hier ziemlich schmutzig aus, oder? Ja gut, er ist weiß. Also bei weißen Stellen sieht man sehr schnell den Dreck. Da, jetzt wieder Kurak zusammenbauen. Da, das finde ich jetzt ziemlich cool hier, wie er Kurak versucht aufzubauen. Und das irgendwie jedes Mal ganz anders aussieht. Zusammenbauen. Und zusammen. Tja, das sieht nicht wirklich nach einem Kurak aus. Das hält auch überhaupt nicht. Ja, tiefe Ebenen. Auf geht's. Toks Musik ist auch ziemlich cool. Gerade seine Bossmusik später, die wird dann echt episch. Den, 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 den. Falls das Spiel übrigens in den letzten 4 Piraka-Abschnitten zu laut war, tut es mir leid. Es ist mir selber ein bisschen aufgefallen, dass es ein bisschen zu laut war. Man hat mich zwar schon noch gehört, aber es war ein bisschen zu laut. Also habe ich das Spiel jetzt um 20% leiser gestellt. Das heißt, es müsste jetzt ein bisschen besser sein. Weil ich wollte, dass ihr viel von der Musik auch mitbekommt, weil die einfach so gut ist. Dann kann halt sowas schnell mal passieren. Also die Musik von Tok ist schon geil. Hier ist auch ziemlich cool. Wir sind ja im Gebirge. Und da finde ich es ziemlich geil, dass hier auch nur so Blätter sind. Hier muss es Herbst sein. Ich meine, schaut es euch an. Das ist Herbstebene. War hier nicht irgendwo noch eine Stelle, wo man rein kann? Nee. Ich glaube, das ist ja später. Oder in einem anderen Level. Auf jeden Fall ist es jetzt hier noch nicht. Da können wir, glaube ich, da vorne können wir... Da! Ihr seht es? Seht ihr das auf der Karte? Da ist so ein Plus. Das ist ein goldener Behälter. Hier. Und diesen goldenen Behälter können wir mit Tok später holen. Da ist ein Tok-Symbol. Da ist Toks Gesicht drauf. Das ist ja ziemlich cool. Jeder Piraka hat ein anderes Gesicht. Weil ich habe beim ersten Mal, wo ich die Piraka so gesehen habe, als Kind habe ich gedacht, die haben alle dasselbe Gesicht. Aber dabei, nur die Zähne sind identisch. Alles andere ist sonst anders. Da ist noch Huki. So, wo ist denn... Das wollte ich noch machen hier. Weil da so ein bisschen Geld rauskommt. Nee, nee. Ich glaube, Tok habe ich damals im ursprünglichen alten Let's Play. Da habe ich den, glaube ich, als zweites gemacht. Weil man kann ja Tok auch direkt spielen, wenn man Piraka-Proof geschafft hat. Dann kann man auch direkt zu Toks Welt gehen. Falls man den direkt machen möchte. Ah, da ist die Stelle. Da kann man nämlich in den Wald hineingehen und da gibt es nämlich auch einen Kanister. Da ist er. Shoot'em! Der ist down. So, ein silberner Kanister ist hier. Da unten, tatsächlich. Ist praktisch, dass das einem angezeigt wird, weil dann weiß man immer, wo man lang muss. Den hätte ich jetzt übersehen, wahrscheinlich. Wenn ich das Radar jetzt nicht gehabt hätte. Das werden wir dann auch gut brauchen können, wenn wir dann eben Weson spielen können. Deswegen habe ich auch gleich das Radar gekauft. Weil es uns vielleicht noch sinnvoll wird. Sein wird. Gerade bei Wesox Level. Weil das, wir wissen ja, das war ja der erste Piraka, den wir überhaupt gemacht haben. Und da hatten wir ja noch nicht alle Fähigkeiten. Da hatten wir, glaube ich, die von Kombu direkt, aber die von Jalla, aber die anderen doch noch nicht. Und Uparu vielleicht. Ich glaube, die drei hatte ich als erstes. Jalla, Kongo und Uparu. Den Rest habe ich danach gekauft. Bei Raidak hatten wir dann auf jeden Fall alle. Da ist noch ein Kanister. Man, klar, man findet die Kanister auch ohne das Radar einfach. Aber gerade so wie der gerade da im Wasser war, den übersieht man relativ schnell. Was ich hier cool finde, ich weiß gar nicht, ob das in der DS-Version möglich war. Konnte man in der DS-Version aussuchen, wenn man direkt spielen will? Ich glaube, da konnte man direkt aussuchen, wen man machen möchte. In der Gameboy-Version nicht.
Ich glaube, da musste man, wenn man... Ich glaube, da musste man nach der Reihe spielen. Einen nach dem anderen. Hier kann man ja die Level aussuchen. Die Welten. Man muss allerdings eine bestimmte Anzahl von Baraka besiegt haben, damit man zum Beispiel jetzt Harkat spielen kann oder... Oder Raidak. Raidak kriegt man ja, sobald man einen Baraka besiegt hat. Da hätte ich jetzt schon wieder was vergessen. Da hinten ist nämlich auch ein Kanister. Deswegen sollte man nie zu voreilig durchs Level laufen. Da kann man mit dem Toki was machen. Boah, wir haben ja nicht mehr viel Energie, sehe ich gerade. Haben uns die Gegner ziemlich fertig gemacht gerade. Da ist noch eine Maske, die heilt uns ja auch. Das ist praktisch. Da die Bakiman auch so ein Erdbeben, das tut einem dann auch weh. Auch nicht ganz gut. Ich will nicht den Falco killen. Ach, das ist so nervig. So, down. Mehr kann man da nicht machen. Da können wir auch so Körbchen bauen. Das Geld kann ich nicht einsammeln. Total blöd. Laufen wir weiter. 1 von 4, 3 von 5. Ah ja, Harley brauchen wir sowieso. Warte, hier war doch auch was. Ah, hier ist nur Geld. Ich dachte, da wäre was. Hier ist, glaube ich, auch einer dieser Kanister, wo ich mich schon mal so aufgeregt habe, dass ich den nicht eingesammelt habe, weil ich direkt da hochgeklettert bin. Da ist ein Goldener. Das ist schon auf der Karte. Zerstören wir mit Harley mal die ganzen Gegner hier. Weil es, man könnte theoretisch ja auch immer nur Paro nehmen, weil der sprengt sowieso immer alle weg. Aber den kann man zum Beispiel zum Speedrun gut nehmen, finde ich. Weil wenn man das Spiel Speedrun will, nimmt man am besten einfach Kongo oder nur Paro, um die Gegner zu killen und Jala, um durch die Levels zu rennen. Weil die sind ja nebeneinander. Die kann man gut auswählen. Zumindest sind sie nebeneinander, wenn man sie in der richtigen Reihenfolge einsammelt. Sonst nicht. Weil die Reihenfolge, der, wie die Tore angeordnet sind, ist ja jedes Mal anders, je nachdem, wie wir sie einsammeln. Und sind die beiden. Ah, die sind oben, alle. Ich dachte, da wäre einer unten. Das ist auch wieder so eine Construction, die eigentlich total unnötig ist. Die machen wir nur, weil sie im Weg ist. Das ist totaler Blödsinn. Also, frage ich mich teilweise echt, wieso ist die dann da, wenn die eh nur im Weg ist? Dann soll da gefäß Felsen im Weg sein und die Construction soll den uns wegmachen oder sowas. Ja, ich muss ein Paro nehmen. So, jetzt können wir hier mal die Gegner wegsprengen. Ah, ich glaube, dann war da unten gar kein Kanister. So, Hoki muss die Macht nutzen. Wieso legt sich der Hebel nicht direkt um? Komisch. Stirb, du Garlock. So, jetzt. Über zu Kongo wechseln. Hier müssen wir rein. Ich glaube, hier müssen wir... Nein, wir müssen zuerst da hier. Da rein. Mit Harley. Das Level von Kurak war auch nicht so lang. Also ich glaube nicht, dass es so lang ist. Auf jeden Fall dauert es jetzt nicht mehr lange. So. Geh aus dem Weg. Hier ist nochmal was. Ah, schön, dass wir jetzt das Radar haben, weil dann kann ich auf jeden Fall keinen mehr vergessen. So. Aber wie schon gesagt, genau deshalb habe ich es ja gleich gekauft. Da können wir was... Ich glaube, den silbernen können wir uns noch holen. Aber den goldenen, der da drüben ist, nicht. Weil da sieht man es. Wir brauchen wieder diesen dämlichen Weson. So, wir nutzen die Macht. Ich muss ja nur nach hinten laufen. Also ist das nicht so tragisch. Wenn wir es direkt machen. So. Jetzt können wir darüber und dann können wir hier... Matoro nutzen. Also wir brauchen mit Tok einen und für Tok einen und einen goldenen und Weson brauchen wir auch für einen. Man könnte jetzt meinen, ich könnte jetzt ja einfach mit Harley rüberlaufen, aber das geht nicht. Leider, wenn man es könnte, könnte man jetzt rübergehen und dann einfach den Kanister sich schnappen. Es gibt auch eine Stelle,
wo man, das war bei Rydak, bei Rydaks zweiten Level da, da gibt es eine Stelle, wo das sogar geht. Da muss man, da gibt es so eine Stelle, da muss man auf einem Stein stehen mit Harley und dann kann man ins Wasser mit dem anderen Tor. Da ist Kurak, der hat uns gerade umgerammt. Und benutzt die Macht. Bei dem brauchen wir auch zweimal den Heldenmodus, weil wir dieses Netz oder was da auch immer im Weg ist, wegmachen müssen. Jetzt geht das Gelbe, glaube ich, weg, ja. Jetzt muss das Rote noch weg. Da verstehe ich eben auch nicht. Hat dieser Construction eine gewisse Dauer oder wieso eine gewisse Kraft oder was, dass das nicht einfach beides gleich hätte wegmachen können? So. Ich glaube, wir nehmen wir Jala. Weil, ihr seht es ja, Kurak schießt uns da drüben ab. Zumindest versucht das. Und da drüben hat er die ganzen Gegner. Naja, Kogu, der ist noch besser. Gerade weil es jetzt so viele hier werden. Der Kurak-Fight, den hat man auch relativ schnell gemacht. Weil hier auch relativ schnell viele Gegner erledigt sind. Das Komische ist, wenn Kurak oder Gurak oder was auch immer, welcher Rakshi gerade schießt, dann kann es bei Kongus Waffe mal sein, dass man zum Beispiel den Effekt nicht sieht. Gerade vorhin hat man es gerade gesehen, da habe ich geschossen. Der Schuss kam zwar, aber der Effekt war nicht zu sehen. Nur so Glitzerspuren waren da, aber der Schuss an sich war gar nicht da. Da war noch ein Borok, den wollte ich gerade noch erledigen. Das ist gut, wir haben alle fünf Silbernen. Bin ich gespannt, ob wir wieder was wir diesmal für einen Gegner bekommen. Das würde ich gerne aufmachen. Aua. Ich mochte es bei dem Spiel auch, dass man, und mag es auch immer noch, dass man jedes Level spielen kann und den Charakter einfach wechseln kann, während man im Level ist. Also ich kann wirklich jeden Tor Inika spielen, den ich mag. Zudem in meinem Fall jetzt ja Kongu, den kann ich jetzt immer auswählen, wenn ich möchte. Muss ich zwar vielleicht in manchen Levels finden, aber Kogu ist einer der Tore, den man meistens am Anfang schon hat. Na klar, der ist ja auch einer der praktischsten von allen. Der macht gut Schaden und der ist noch sehr flott neben Jala. Bäm. Versucht immer mit seiner Druckwelle mich zu treffen, was aber nicht klappt. Aber ihr seht's, die Onoraks da, die halten viel aus. Die Roboraks gehen auch flott down. Gut, wenn. Da hat man es jetzt gerade gesehen, da war der Effekt gar nicht zu sehen gerade. Das ist eben, wenn Kurak auch gerade am Schießen ist und ich in der Nähe bin. Dann hat das Spiel irgendwie Probleme, die beiden Effekte anzuzeigen. Vielleicht kann es euch zeigen hier. Seht ihr das? Da war er jetzt gerade wieder nicht. Hat man es gerade gesehen. Geh down. So, das war's. Das war's. Kurak ist besiegt. Erster. Ohne Beine kann er natürlich nicht kämpfen. Wir haben es geschafft. Take it. Take his head. Wir haben es geschafft. So, da ist Tok, er schmeißt jetzt alle Teile mit Kurak weg. So. Aber der Krater geht rein und hat die Tür zugemacht und hat Tok ausgesperrt. Hey, lass mich sofort hier rein, du Blödmann! Oh, ein Bogarak haben wir bekommen. Und zwei Discs, einen von Okama und einmal von Oneva. Tiefe Ebenen gemeistert. Sehr schön. You. Uje, uje. Ich werde dann am besten im Bonus Level 3 als erstes freischalten, weil das ist das teuerste, weil das kostet 1 Million. Denke ich jetzt immer. So, Gebirgspfad. Auf geht's. Ist schön, dass wir jetzt keine Sachen mehr kaufen müssen. Das spart Zeit. Da ist Falco. Der redet irgendwie. Tja, jetzt wurde er von Tok zermatscht.
Tox lache. Und schau. Au. Er wollte die Kamera erwischen. So, die Toa-Eniker sind eingetroffen. Vor allem, man muss auch bedenken, bei Yoki Heroes, das war auch ein... Das letzte 3D-Spiel, was nach Bionic the Game kam, oder? Das ist auch irgendwie schade, weil bei den Mari hätte man sich vielleicht auch so ein Spiel überlegen können. So ähnlich, das wäre cool gewesen. Da hätte man mit so Kordak Blastern kämpfen können. Das wäre ja gar nicht mehr so dumm gewesen, oder? Oder mit den Fadokern. So ein Spiel, wo man dann rumfliegt. So ein Vampir-Simulator. Das wäre eigentlich gar nicht mehr so dumm gewesen. Ja gut, vielleicht weil das Spiel nicht so gut angekommen ist, haben sie sich halt gedacht, komm, wir machen keins mehr. Ich glaube, TT Games, weiß ich, gibt's die überhaupt noch? Machen die überhaupt noch Lego-Spiele? Ich weiß gar nicht, Lego Marvel, die haben das ja nicht mehr gemacht. Lego Marvel hat ja jemand anderes gemacht. Das ist, glaube ich, das letzte Lego-Spiel gewesen, was die gemacht haben. Wo dann auch dieser Humor da war. Danach hat man jetzt halt Stimmen eingebaut, hat man die Spiele synchronisiert. Ich finde das persönlich sehr witzig, dass die Lego-Charaktere jetzt auch nochmal reden. Das ist auch so eine Szene aus dem Trailer, wie Huki das jetzt hier baut. Man sieht, es gibt sogar einen Trailer, wo man noch Beta-Elemente sieht. Zum Beispiel war die Anzeige für die Teile, was jetzt bei mir oben in der Mitte steht, was ja übersichtlich ist, das war früher da, wo jetzt bei mir die Herzen sind. Das war dort in der Nähe. Geh drauf. Und früher war diese Stelle, wo die Teile angezeigt werden, das war auch gefärbt. Das war nicht so grau, sondern das war gefärbt. Das war dann grün, zum Beispiel. Das Einzige, was jetzt noch eingefärbt wird, je nachdem, wie man spielt, ist das den oberen Bereich, wo der Heldenmodus ist. Also diese Heldenmodus-Anzeige und das Radar. Das färbt sich auch jedes Mal so ein bisschen. Der Norden, Süden, Osten und Westen. Ja, Westen. Die werden auch eingefärbt. Ich hab Süden vergessen. Kann sein. Egal. Scheiß drauf. Die Himmelsrichtungen. Kurz gesagt. Die werden da schön farbig noch angezeigt. Je nachdem, wenn man halt spielt. Die Piraka, die sind übrigens grau. Also, die haben überhaupt keine Farbe. Gut, sind ja auch nicht wirklich normale Charaktere. Das sind halt so Hilfsmittel. Quasi. So, wenn uns die macht. Aber hier ist noch ein Kanister im Raum. Wie ihr seht, ein goldenes Plus ist auf dem Radar. Ich könnte schwören, dass das so ein Kanister-Symbol war. Aber ist doch ein Plus. Dann war das woanders, wo das ein Kanister-Symbol war. Dass es aber so ein Radar gibt in dem Lego-Spiel, wo die Kanister anzuzeigen, das ist nicht das erste Mal. Das war in den anderen Lego-Spielen davor auch schon. Machen wir die Libelle halt kaputt, wenn Huki das unbedingt will. Zack. So. Irgendwo war doch so eine Stelle, wo Gegner waren. Da oben, glaube ich. Nee. Keine Ahnung. Gehen wir einfach weiter. So. Pau. Da sind zwei silberne Kanister, werden uns angezeigt. Also bei Tok können wir jetzt echt... Da! Das ist die Stelle, die ich meine. Ursprünglich, ich glaube, in einem Trailer hat man gesehen, wie Huki das hier umgeworfen hat mit seiner Waffe. Dass man dann hoch konnte. Das geht jetzt aber nicht mehr. Da muss Weson das machen. Und da bekommt man von ihm leider einen Sinn. Von dem... Oh, what? Oh nein. Oh, boah, ich dachte echt schon, ich wäre jetzt da so rüber geglitscht, dass ich nicht mehr hochkomme. Aber dabei kann man hier mit dem Stein so runter. Das ist normal. Also ich muss sagen, das Spiel ist relativ wenig verbuggt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also mir ist jetzt in Bionic Heroes selten mal ein Bug passiert. Fast überhaupt nicht eigentlich. Bloß dieser Matoro-Glitch da. Aber der ist gekommen, weil ich mit dem Controller gespielt habe. Das hat einen Grund. So. Hier. Die Stelle hat man ursprünglich anscheinend so kaputt gemacht, indem man einfach mit Huki dagegen geschossen hat. Das geht jetzt aber nicht mehr.
Ihr seht's auch, irgendwie werden meine Schüsse abgeleitet. Keine Ahnung, die fliegen dann ganz woanders hin. Da, ist ganz komisch. Also das geht nur mit Weson. Und mit dem kann man dann beide silbernen Kanister holen. Echt total blöd. Wieso braucht man denn Weson für zwei blöde Kanister? Dann machen wir das auch noch. Kriegen wir noch ein bisschen Geld. Also ihr merkt's ja, dass ich Kongu sehr gern spiele. Ich meine, hallo, das ist der Tor der Luft. Ist zwar nicht mein Lieblingselement, aber ich finde Kongu hier im Spiel am coolsten. Er hat einfach die coolste Waffe, finde ich. So, da können wir hochspringen. So. So, hier für die Gegner ist er jetzt nicht so gut, aber man kriegt sie trotzdem down. Gerade wenn Kongu dann seine beste Waffe hat, weil dann kann er noch relativ weit schießen, dafür, dass das so ein Shotgun-artiger Schuss ist. Jetzt hau ab. Danke. Warte, da ist noch einer. Gut, dass ich das Radar angeguckt habe. Den hätte ich übersehen. Den hätte ich wirklich übersehen. Gut, dass wir das Radar haben. Bin ich echt schon froh. Gut, wenn wir Weson besiegt haben, dann hätten wir das Radar so oder so gehabt. Also, von dem her. Weil ich habe ja gesagt, ich kaufe das Radar als nächstes. Einfach damit wir jetzt bei den nächsten Abschnitten, wenn wir dann... Ach du Scheiße, sind da viele Minuten. Wenn wir dann Weson besiegt haben, dann müssen wir eh nur noch Kanister sammeln. Und die Bonuslevel halt noch auf Goldrang schaffen. Die geben auch jeweils immer noch 3 Erfolge. Ich habe irgendwie Angst, dass ich irgendeinen Erfolg im Kopf nicht habe. Dass irgendeiner nicht in meinem Kopf ist. Dass ich dann am Schluss, wenn wir alles gemacht haben, dass mir irgendeiner fehlt. Und dass wir dann irgendein Level nochmal spielen können, nur weil wir diesen blöden Erfolg nicht gemacht haben. Dumm ist, wir haben ja bei Avak die 2 Kanister vergessen. Das war sehr blöd von mir. Ist mir leider nicht mehr eingefallen, vor lauter, dass ich Avak besiegt habe. Total blöd, habe ich es total vergessen. Das ist halt so typisch mein Kind in der... Ich finde es auch witzig. Ich meine, ihr müsst euch vorstellen, Harley läuft auf dem Wasser. Und sie hat keine Kanoe Kakama. Das ist schon irgendwie mehr... Der Galo, der läuft auch auf dem Wasser. Das Wasser ist doch immens tief. Na gut, wenn man... Man wollte halt das Spiel nicht zu kompliziert machen wahrscheinlich. Deswegen hat man einfach gesagt, ja, die kann dafür halt auf dem Wasser laufen. Deswegen haben sie sich gedacht, komm, wir machen keine Schwimmanimation. Wir schwimmen da nicht, wie bei Bionicle The Game. Da konnte man mit Gali ja in dem Level rumschwimmen. Aber das fand ich bei Bionicle The Game noch ein bisschen besser. Das mit dem Schwimmen. So. Hier ist ein Kanister drin. So, ganz viel Geld noch. Alles einsammeln. Das geht auch noch zum Einsammeln. Das ist jetzt nicht so blöd. So, die sind tot. Wir haben alle goldenen Kanister. Jetzt kommt noch ein Silberner da vorne. Da ist noch ein Silberner. 2 Silberner können wir ja nicht holen. Because Weson der Arsch. Und, ja. So, jetzt bekommen wir hier den Helden los. Mit den ganzen Teilen. Oh je. Und fighten. Oh je. Ich hoffe, ihr habt sehr viel Freude an diesem Let's Play. Weil ich doch jetzt sehr lange frustriert war, dass ich das einfach nicht machen konnte. Es war einfach nur nervig. Deswegen freue ich mich, wenn es euch dann umso mehr freut, dass es jetzt da ist. So, da kommt jetzt noch ein silberner Kanister vorne. Welches Level ist das? Das ist das mit dem mit der Zamokugel, ne? Das war jetzt aber noch relativ lang, ne? Kam jetzt bis jetzt extrem lang vor. Die Hakan-Level, die war... Mit denen waren wir so schnell durch. Da habe ich sogar Butakas und das Zamokugel-Level in einem Part schneiden können. Genau wie bei Weson. Bei Wesok, der war ja auch noch relativ okay. Das war zwar ein halbe Stunde Part, aber... Das gehe ich dann ein, weil sonst wird ein Part zu kurz. Und der andere zu lang. Sorry. So. Musste gerade niesen. Da, Tox Maul ist verstopft. Das müssen wir jetzt reparieren. Warum wollen die Tor das reparieren? Na gut, wahrscheinlich deshalb, damit diese Steine runterfallen und dass wir dann die Zamokugel holen können. Ah, da sind Teile drin, ja. Und die können wir dann kontrollieren, so. Eben, okay, dann macht das doch Sinn. Sorry, Spiel. Weil ich dachte mir jetzt eben, wieso müssen die denn...
Gut, wenn sie ihre Massenkräfte einsetzen könnten und ihre Elementarkräfte, könnten sie diese Thermokugel bestimmt auch so irgendwie holen, aber naja. Das geht mit Duparo am besten, weil die hängen da teilweise immer in diesem Schacht da fest. Und sprengt man die am besten einfach weg. Vor allem, weil man das Teil ja eh gleich kriegt. Da ist noch ein silberner Kanister. Den sammeln wir mal gleich noch ein und dann haben wir eh schon alles. Also alles, was wir bis jetzt machen können. Geh weg. Hallo. Hey, du Bordak. Du gehst jetzt drauf. Danke, tschüss. Geh weg. Das Spiel hat jetzt ja auch schon einige Jahre auf dem Buckel. Das ist ja wie alt jetzt schon? Über 7 Jahre, ne? Irgendwie sowas, ja. Wann kam das Spiel raus? 2006, glaube ich. Ich glaube, 2006 kam es raus, nicht 2007. 2007 war es schon da, glaube ich. Es kam, glaube ich, Ende 2006. Was aus dem Spiel geworden ist, finde ich ja gar nicht mal so schlecht. Aber ich finde es so besser als ein Bionicle The Game, was unvollständig ist. Weil Bionicle The Game, das war ja, da wollte man viel mehr aus dem Spiel machen und hat wegen dem Zeitmangel einfach dann aufgehört. Ich fand es so blöd einfach. Warum hat man denn nicht einfach 2004 das Spiel noch gebracht? Ich meine, klar, da waren dann die Tor Metro schon da, aber was soll's? Hauptsache das Spiel kommt überhaupt raus. Ich meine, hallo? Bei Okay Heroes, das kam auch Ende 2006 noch. Und da hat man ja auch alle Piraka reingestopft. Also bitte, das ist für mich keine Entschuldigung. Die waren zu langsam. Die von Bionic The Game. Das Gameboy-Spiel war ja vollständig. Tok hält sich für den allergrößten. Und er brüllt ins Gesicht. In die Kamera. Er denkt sich so, ja, die werden mich nie erwischen. Die werden die Zusammenkunft nie bekommen. Und jetzt läuft er in den Abgrund. Das ist jetzt so ein typischer Witz an dem Spiel, den es schon sehr lange gibt. Er steht auf dem Abgrund. So, und jetzt fällt er in den Abgrund. Und tschüss. So, und jetzt bekommen wir wieder alle Masken. Sehr schön. Hey, ne, ja, die Kanui Pakari. Lustig, wir haben genau von denen die Masken bekommen. What the? Habt ihr das gerade gesehen, wie die Felder herumgeflackert haben? Das war schon mal der Fall. Ich weiß nicht, an was das liegt. Das ist ganz komisch. So viel gebracht. Oh, ich sehe es kommen. Du planst irgendwas. Hallo? What the fuck?